366 Bärengeschichten von Maren Janssen. 6. August. Nicht viel Vertrauen? Irwitz schaut sich um. Wo ist Kapitän Schüreisen? Fragt der Brumm. Ich glaube, er ist unten und bewundert seinen Schatz, antwortet Brumm. Wir sollten ihn mal lieber an Deck holen, bevor wir wieder auf Grund laufen. Hey, hey, Landratten! Was höre ich da? Donnert die Stimme von Kapitän Schüreisen hinter Brumms Rücken. Ihr habt aber nicht viel Vertrauen zu diesen alten Seebären. Einmal geschieht ein kleiner Unfall und schon seid ihr misstrauisch. Das ist ja wirklich allerhand. Murrend stellt er sich ans Steuerrad und lässt Brumm und Irwitz beschämt zurück. 7. August. Auf Wiedersehen. Vom Strand winken Brumm und Irwitz dem Kapitän nach. Auf Wiedersehen, Landratten! Ruft Kapitän Schüreisen vom Schiff. Gute Reise und viel Glück! Goris dreht mit Irwitz noch eine Runde und verschwindet dann gemeinsam mit Happen in den Wellen. Nun, jetzt stehen wir wieder allein da, sagt Brumm zu Irwitz. Ich bin gespannt, was für ein Abenteuer uns jetzt wieder bevorsteht, piepst Irwitz, während er auf Brumms Schulter Platz nimmt. Auf jeden Fall ein warmes Abenteuer, antwortet Brumm. Wie heiß es jedoch ist. Er legt ein großes rotes Taschentuch, das er von Kapitän Schüreisen bekommen hat, auf seinen Kopf. 8. August. Eine riesige Sandfläche. Je weiter sie gehen, desto weniger Bäume und Sträucher sind zu sehen. Die Landschaft ändert sich allmählich in eine einzige große Sandfläche. Am Himmel ist kein Wölkchen zu sehen und Brumm wird es sehr heiß. Ich werde mal sehen, ob ich nicht irgendein schattiges Plätzchen finde, wo wir uns ausruhen können, sagt Irwitz und fliegt weg. Brumm stapft schnaufend hinter ihm her. Nein, so viel Sand und Hitze, das ist nichts für einen Bären. 9. August. Bäume in der Wüste? Während Brumm sich mühselig durch den Sand kämpft, fliegt Irwitz voraus. Aus der Luft kann er die Landschaft gut überblicken und er sieht auch in die Ferne. Sieht er richtig? Sind das Bäume? Schnell fliegt er dorthin. Wie ist das möglich? Wie können hier Bäume wachsen, wenn es nur Sand gibt? Irwitz kann das nicht verstehen. Er fliegt ein paar Mal um die Bäume herum, da sieht er plötzlich eine Wasserpfütze. Er taucht hinunter und lässt sich geradewegs ins Wasser fallen. Herrlich, eine kleine Abkühlung. Danach fliegt er erfrischt zurück zu Brumm. Noch ein bisschen weiter stapfen, Brumm, ruft er. Gleich können wir uns ausruhen. 10. August. Wasser wie Limonade. Gibt es hier auch Wasser? Schnaubt Brumm, als er sich in das Gras unter einer Palme fallen lässt. Ja, hinter den Sträuchern dort, antwortet Irwitz. Müde schleicht Brumm zwischen den Sträuchern hindurch zum Wasser und beginnt, gierig zu trinken. Das hat gut geschmeckt, oder? Fragt Irwitz. Wenn man Durst hat, schmeckt Wasser so gut wie Limonade, antwortet Brumm und lehnt sich zufrieden zurück. Da hören sie plötzlich eine Stimme aus der Nähe. Kann ich den Herren vielleicht behilflich sein? Wer ist denn da? Fragt Brumm erschrocken. Irwitz, siehst du jemanden?